befinden uns hier im Naturmuseum in Luzern, wo der Luzerner Drachenstein ausgestellt wird in der Dauerausstellung. Dieser Stein hat eine ganz besondere Geschichte, eine historische Geschichte und eine naturwissenschaftliche Geschichte. Die historische ist urkundlich belegt. Renoir Cisat hat dieses Ereignis festgehalten. 1421 hat ein Bauer scheinbar beobachtet, wie ein Drache etwas fallen ließ. Er hat eine runde Kugel in einer Lache geronnenen Blutes gefunden. Renoir Cisat hat diese Geschichte allerdings erst etwa 90 Jahre später aufgeschrieben. Also die Geschichte wurde ihm mündlich zugetragen. Der Stein wurde abgebildet dann in diesem Dokument des Stadtschreibers. Also Renoir Cisat war der Stadtschreiber von Luzern, hat diese Geschichte aufgeschrieben, hat auch die Geschichte interpretiert oder auch die Weiterentwicklung dokumentiert. Man hat dem Stein auch heilerische Fähigkeiten zugeschrieben. Er wurde eingesetzt für verschiedene Krankheiten und man hat das auch beglaubigt, amtlich beglaubigt, dass dieser Stein zum Beispiel gegen die Pest eingesetzt wurde. Später hat man den Stein oder diese Kugel auch unter anderen Aspekten beobachtet oder untersucht. Man hat aufgrund der Beschreibung dieses Bauern hat man ihn als Meteoriten gedeutet. Man suchte dann auch nach Spuren, ob man da von diesem Meteoriten etwas darin finden könnte oder ein Anzeichen für diesen Meteoriten finden könnte. Man hat später dann im 20. und 21. Jahrhundert hat man ihn auch möglichst zerstörungsfrei untersucht. Man hat ihn gewogen, gemessen. Wir haben ihn auch durchleuchtet, Computertomographie, haben da den Schluss daraus gezogen, dass dies eine Tonkugel ist, die bemalt worden ist. Ein Student an der Universität Zürich hat in einer Seminararbeit den Drachenstein auch auf Radioaktivität untersucht und hat dabei festgestellt, dass eine leicht erhöhte Radioaktivität beim Stein auftritt. Allerdings gilt es das auch zu relativieren. Diese Radioaktivität, die gemessen wurde, bewegt sich etwa in der natürlichen Umgebungsstrahlung, in der Größenordnung der natürlichen Umgebungsstrahlung unserer Region. Man kann einzig vielleicht als Besonderheit feststellen, dass die teilweise erhöhte Radioaktivität bei diesem im Zentrum dieser kunstvollen Bemalung festgestellt werden kann. Das Rätsel bleibt heute, man hat keine Untersuchungen über die Farbe beispielsweise gemacht. Möglicherweise hängt das mit der Farbe, der verwendeten Farbe zusammen. Und das ist weiterhin ein Rätsel.